Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Zerpunzels Orakel, heute mit den Tagesenergien. Spirit, was möchte der Mittwoch? Mittwoch, der 13. Heute ist auch, glaube ich, Vollmond. Was möchte dieser Tag so bringen? Was kommt auf uns zu? Das ist ein Tag für einige, der einlädt, sich mal eine kurze Auszeit zu nehmen, mal durchzuatmen. Es sieht so aus, als wäre die letzte Zeit doch für einige ziemlich anstrengend gewesen. Die Neumondenergien hatten es auch in sich, habe ich ähnlich empfunden, so dass ja, du vielleicht ein bisschen erschöpfter bist als normalerweise. Dann gönn dir diese Ruhe, die du brauchst. Du spürst vielleicht schon, dass irgendetwas in den Kinderschuhen steckt, irgendetwas auf dem Weg ist, irgendetwas, was großartig ist. Es könnte auch ein Mensch heute in dein Leben hüpfen, obwohl du eigentlich deine Ruhe haben möchtest, der dich mitreißt, der dich begeistert, der voller Tatendrang ist und der deine Batterien wieder auffüllt. Welchen Impuls bekomme ich noch für den Mittwoch? Sei mutig, wisse, dass du nicht perfekt sein musst und auch noch nicht sein kannst. Erst Übung macht den Meister. Ist eine Karte, die auffordert, mal über den eigenen Schatten zu springen, Dinge anders zu handhaben als normalerweise. Das Leben einfach mal vielleicht auch ein bisschen auf den Kopf zu stellen und zu gucken, was am Ende dabei rauskommt und welche drei Karten kommen jetzt hier noch auf den Tisch. Irgendjemand hat Sehnsucht nach dir oder du hast Sehnsucht nach irgendjemand. Eine noch. Aber du bist in der Lage, dein Potenzial in alle Richtungen auszudehnen. Sollte es so sein, dass du irgendeine Sehnsucht in dir trägst, das kann sich auf einen anderen Menschen beziehen, das kann sich natürlich auch auf ein anderes Land beziehen oder es kann sich auch auf einen Beruf beziehen. Hast du irgendeine Sehnsucht in dir, dann nutze dein Potenzial und befreie dich. Sei mutig und nimm es in Angriff. Ich lasse es mal so stehen. Bedanke mich bei allen fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Lasst liebe Grüße da und gerne bis zum nächsten Mal.